herzlich willkommen im Literaturforum im Brechthaus, also im Keller des Brechthauses. Ich freue mich sehr, dass heute Abend das Jacobin-Magazin bei uns zu Gast ist und wir gleich einem Gespräch zum Thema Diskurstheater lauschen dürfen. Dieses Gespräch führt die Chefin vom Dienst, Astrid Zimmermann, gemeinsam mit den beiden Gästen Linus Westhäuser und Max Czolek. Und damit ist von meiner Seite aus nämlich auch schon alles gesagt. Ich kann Astrid das Wort übergeben. Mein Name ist Isabel Wanger und ich bitte nochmal um einen herzlichen Applaus für unser Podium. Ja, danke Isabel für die Einführung. Herzlich willkommen zum zweiten Jacobiner Club. Isabel hat ja schon erzählt, die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Jacobin-Magazin. Ich habe unsere neueste Ausgabe hier auch mal mitgebracht. Die Nationale, Internationale heißt das Heft und die Ausgabe sei jedem empfohlen, der verstehen will, warum gerade die politische Rechte an der Krisenhaftigkeit unserer Zeit so sehr profitieren und nicht die Linke. Aber darüber wollen wir heute Abend nicht reden. Wir treffen uns hier alle zwei Monate, um über eine Frage zu sprechen, von der wir glauben, dass sie besonders bezeichnend ist für unsere Zeit. Und heute, wie Isabel schon gesagt hat, wollen wir über Diskurstheater sprechen. Also wir wollen gemeinsam auf die Debattenkultur, sehr aufgehitzte Debattenkultur schauen und uns mal angucken, was das eigentlich für Themen sind, über die besonders hitzig, besonders angestrengt gestritten wird. Und ich freue mich, dass wir das heute mit zwei tollen Gästen machen werden. Max Czolek ist da. Max ist Publizist, Lyriker, Kurator. Ihr kennt ihn bestimmt auch für seine sehr heiß diskutierten Essays. Desintegriert euch, Gegenwartsbewältigung und Anfang des Jahres ist ein neuer Essay erschienen im Hansa Verlag, nämlich Versöhnungstheater. Schön, dass du da bist, Max. Und auch auf dem Podium vertreten ist heute Linus Westhäuser. Linus ist Soziologe, forscht hier in Berlin an der Humboldt-Universität und hat gerade ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Steffen Mau und Thomas Lux. Das wird im Herbst bei Surkamp erscheinen und es heißt Triggerpunkte. Und wir werden heute Abend auch ein bisschen darüber reden, worum es da in dem Buch geht. Hallo Linus. Genau, also wir haben uns ja, ich würde jetzt am Anfang des Gesprächs gerne erstmal mit euch so ein bisschen abstecken, warum wir uns eigentlich für diesen Titel entschieden haben, Diskurstheater. Weil, also es gibt ein Schlagwort, das eigentlich besonders häufig ins Feld geführt wird, wenn darüber gesprochen wird, oder wenn man versucht, irgendwie diese diskursive Wetterlage so zu beschreiben. Und das ist das Schlagwort der Polarisierung oder der gesellschaftlichen Spaltung. Und damit ist mehr oder weniger gemeint eben, dass sich in bestimmten Fragestellungen so die Fronten zunehmend zu verhärten scheinen, dass es so an den Rändern, an den politischen Rändern immer weiter in die Extreme ausfranst. Und Max, du hast in deinem neuesten Buch an einer Stelle beschrieben, dass in diesen Diskussionen eigentlich selten über die politischen Kräfte gerade gesprochen wird, die vielleicht wirklich aktiv eine politische Spaltung forcieren, sondern dass eher eine andere Position so ein bisschen ins Visier der Kritik gerät, die durch dieses Narrativ diskreditiert werden soll. Kannst du vielleicht diese These einmal umreißen? Ja, super gerne. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein, sowohl mit Jacobin als auch mit Linus. Insbesondere in Person verbindet mich schon eine lange langer Weg, auch eine lange Freundschaft und ich freue mich, dass wir heute zusammen hier denken, wie schon so oft. Ja, ich habe, als ich hierher gefahren bin, nochmal Google angeschmissen und geguckt, wer spricht eigentlich von der Spaltung der Gesellschaft, was ist eigentlich sozusagen, wessen Namen tauchen da auf, welche Medien sprechen davon, und das ist schon ein Begriff, der tendenziell von Seiten der
bürgerlichen, sagen wir mal, Position aus formuliert wird, Spaltung der Gesellschaft ist etwas Drohendes. Es ist kein Ist-Zustand, sondern einer, der sagt, wenn ihr das macht, dann spaltet ihr die Gesellschaft. Akut die Klimaproteste, insbesondere das Festkleben auf der Straße, aber davor auch sowas wie Diskussionen um Antidiskriminierung vor allem. Das könnte sein Sprachveränderungen, das könnte sein die Frage, wie auf den Bühnen bestimmte Körper dargestellt werden oder nicht dargestellt werden. Der Diskurs oder das Gespräch, die Idee, der Vorwurf der Spaltung der Gesellschaft probiert zu markieren, dass hier etwas stattfindet, was spaltend wirkt. Dahinter stehen natürlich bestimmte Fantasien. Dahinter steht die Fantasie, dass etwas zusammengehörig sein muss. Ist ja klar irgendwie, ne? Also eine Gesellschaft, die gespalten ist, ist eine, die nicht funktionieren kann, und eine Gesellschaft, die vereint ist, ist eine, die kann funktionieren. Es wäre für mich jetzt eine Leichtigkeit, ideengeschichtlich herzuleiten, welche Fantasien von Gesellschaft und sozusagen Gemeinschaft das bedeuten. Vielleicht machen wir das später auch noch, aber das sind ganz klassische Vorstellungen, die auch nachschwingen, so Begriffen wie Integrationsforderung, der Idee also, dass eine relative Ähnlichkeit Gesellschaft funktionieren lässt und eine Differenz eine Bedrohung für Gesellschaft ist. Das ist aber sozusagen das ein Aspekt. Der andere ist, dass man hier mit dem Vorwurf der Spaltung der Gesellschaft an dem Zeitpunkt T, nennen wir ihn mal 0, wir sollten ihn T1 nennen, am Zeitpunkt T1 ansetzt und sagt, alles davor ist normal, alles, was jetzt passiert, ist Spaltung. Das ist insbesondere ironisch oder so, weil das, was Diskriminierungskritik ja anpeilt, eine Kritik an einer Spaltung ist. So als wäre die Gesellschaft nicht immer schon, also wenn ich sage immer, seit Jahrhunderten gespalten in arm und reich, schwarz und weiß, jüdisch und nicht jüdisch, queer und hetero und so weiter und so fort. You know it. Und das Witzige ist doch, dass hier der Spieß quasi umgedreht wird und unter dem Vorwand einer vermeintlichen Normalität all diese Differenzen eingekauft werden. Als normal. Und das, glaube ich, ist auch sozusagen in einem weiteren Schritt auch interessant, so wie in der Rhetorik, in der Idee der Spaltung der Gesellschaft die Gemeinschaft mitschwingt, so schwingt in der Idee der Spaltung der Gesellschaft durch bestimmte Kräfte auch die Normalisierung aller anderen Differenzen, aller anderen Spaltungen, aller Ungerechtigkeiten mit. Das vielleicht zu dem Begriff der Spaltung der Gesellschaft so als zwei anfängliche Gedanken. Ja, also wenn wir davon jetzt mal ausgehen, ne, also dass es eigentlich eher darum geht, mehr Inklusion zu fordern, das ist ja, also das ist eine These, da würde ich total mitgehen, aber man könnte ja schon sagen, dass dieses Gefühl, dass es sich spaltet, dass es sich polarisiert, dass das auf eine gewisse Alltagswahrnehmung reagiert und dass ja auch oft so ein bisschen die These vertreten wird, dass diese Polarisierung, die sich auf der diskursiven Ebene abspielt, dass die auch eine tatsächliche gesellschaftliche, eine strukturelle Polarisierung abbildet. Linus, ist das so? Hat sich das in eurer Forschung gezeigt? Also können wir sagen, es gibt hier so relativ homogene politische Blöcke, die sich gegenüberstehen, Reaktionäre auf der einen Seite, Progressive auf der anderen Seite. Hat sich das so dargestellt? Nein. Also damit könnte ich jetzt aufhören, aber tue ich natürlich nicht. Auch von mir nochmal kurz danke, dass ich hier sein kann. Sehr schön, auch wieder mit Max auf der Bühne zu sitzen. Ich fand jetzt gerade sehr interessant, was du gesagt hast. Da wollte ich es ganz kurz aufgreifen, weil ich auch jetzt, also in dem Projekt, was schon erwähnt wurde, was jetzt in dem Buch mündet, was im Oktober rauskommt, Triggerpunkte auch mit Steffen Mau und Thomas Lux, haben wir eben sehr viel über Polarisierung nachgedacht und vor allem empirisch geforscht, ob es Polarisierung gibt, welche Themen polarisiert sind, welche Gruppen polarisiert sind und vor allem auch an welchen Stellen der Diskurs besonders heftig und aufgeheizt wird. Das sind eben diese Triggerpunkte, zu denen ich vielleicht später auch noch mehr sagen werde oder hoffentlich auf jeden Fall. Aber was so ein bisschen im Hintergrund stand, wo ich tatsächlich immer wieder drüber nachgedacht habe, war die Frage, warum ist Polarisierung eigentlich dieses riesige Thema geworden? Und da hatte ich tatsächlich auch so eine ähnliche Intuition, wie du das gesagt hast, das steht jetzt gar nicht in dem Buch, aber dass das irgendwie so ein Schreckgespenst ist, was gegen gleich zwei sehr dominante Denkströmungen quasi, also
als Schreckgespenst für diese Denkströmung fungiert, nämlich einerseits diese Idee des organischen Ganzen, was eine konservative Idee der Gesellschaft ist, das hast du ja gerade gesagt, und andererseits dieser eher liberalen Idee, dass die Gesellschaft so ein zivilisierter Diskursraum ist, wo man einfach nett miteinander redet. So. Und natürlich sozusagen alle möglichen anderen Formen von Konflikt wie Klassenkämpfe, Diskriminierung, Ausgrenzung und so weiter eigentlich sozusagen keinen Platz haben in diesem Bild der Gesellschaft. Und sozusagen für beide Bilder der Gesellschaft ist Spaltung und ist Polarisierung quasi eine große Bedrohung. Und wahrscheinlich auch deshalb ist es ein Begriff, der spätestens seit der Trump-Wahl 2016 exponentiell in die Höhe geschossen ist in seinem Gebrauch, in den Zeitungen. Das haben wir tatsächlich auch empirisch mal nachgeschaut. Also es ist sowohl Spaltung der Gesellschaft als auch Polarisierung ist einfach sehr, sehr, sehr präsent geworden. Das wissen Sie ja wahrscheinlich auch. Was wir jetzt gemacht haben, ist einfach nachzuschauen mit einerseits einer repräsentativen Umfrage in Deutschland und andererseits Fokusgruppen, also wo wir Leute zusammengesetzt haben in so Gruppendiskussionen und die zu verschiedenen Themen haben diskutieren lassen. Themen wie Migration, Ungleichheit, sexuelle Diversität, Klimawandel und so weiter. Und tatsächlich ist sozusagen der Grundbefund eigentlich der, dass dieses Bild der Polarisierung falsch ist. Also dass es einfach für Deutschland keine akkurate Beschreibung der Meinungslandschaft ist. Man sieht einerseits bei den Einstellungen, dass die Leute sehr mittige Positionen einnehmen, also nicht an den Rändern sich sammeln, sondern eben in der Mitte, dass die Einstellungen über die Zeit nicht auseinandergehen, selbst bei strittigen Themen wie der Flüchtlingsimmigration und so weiter. Und dass es auch keine zunehmende affektive Polarisierung zwischen politischen Lagern gibt, in dem Sinne, dass man auf einmal anfängt, die Gegenseite besonders zu hassen. Im Gegenteil ist es zwischen den politischen Parteien eher zu einer affektiven Annäherung gekommen, also den Wählerschaften der Parteien. Und auch einer sehr großen gegenseitigen Wählbarkeit. Also man kann sagen, es gibt eigentlich so einen Zentrumsblock quasi aus Grünen, SPD, FDP und CDU, die mehr oder weniger, also sehr durchlässig sind für ihre Wählerschaften. Und auch gar nicht mehr dieser Lagerlogik folgen, die man noch kennt mit Rot-Grün und Schwarz-Gelb. Was das jetzt bedeutet, ist, dass halt quasi dieses ganze Bild, quasi die ideologische Lagerung zu beschreiben, falsch ist. Und worauf der Begriff der Triggerpunkte dann hinaus will und was jetzt vielleicht eher sozusagen dann auch im Weiteren im Fokus stehen könnte, ist, wie es dann aber stattdessen eigentlich aussieht. Weil es ist ja nicht so, dass alles harmonisch ist. Also der Punkt ist ja nicht, okay, es gibt keine Polarisierung, also können wir jetzt alle wieder zum Brunch gehen und alles ist super. So, ne? Sondern es gibt ja super hitzige Diskussionen, es gibt sehr, sehr, sehr intensive Konflikte. Und wie es zu denen kommt, das ist eigentlich das, was wir jetzt versucht haben, mit diesem Begriff der Triggerpunkte aufzuschlüsseln. Aber vielleicht, um es nochmal kurz zu sagen, eigentlich die Wahrnehmung der Gesellschaft, die einem im Diskurs vermittelt wird, ist sozusagen zwei ideologisch antagonistische Lager. Das hast du ja auch gesagt, Reaktionäre gegen Progressive. Entweder man ist das eine oder man ist das andere. Aber eigentlich es steht da drunter quasi eine Realität der Gesellschaft, die gar nicht so aussieht, sondern wo nur sehr kleine Lager eigentlich ideologisch entschieden sind und die Mehrheit der Leute eigentlich vor allem demobilisiert sind, also eigentlich gar nicht so ideologisch kohärent sind und wo sie es sind, dann eher irgendwie in der Mitte sich wiederfinden. Und das ist eigentlich so eine ganz eigene politische Problematik, die ganz anders ist als die der Polarisierung. Also bevor wir jetzt weiter zu den Triggerpunkten gehen, lass uns noch einmal kurz bei dem bleiben, was du gerade gesagt hast, weil ich euch beide eigentlich gerne fragen würde, was ihr glaubt, was die politische Funktion eigentlich ist, dann dieser von dem, was wir jetzt hier als Diskurstheater beschrieben haben. Weil wenn du sagst, okay, also was wir eigentlich beobachten können, ist eine ideologische Angleichung zwischen eigentlich linksliberalen Kräften und rechtskonservativen Kräften oder wirtschaftsliberalen Kräften und dass die in der Wahrnehmung der Bevölkerung quasi auch zunehmend ununterscheidbar geworden sind, die sind gleich wählbar oder gleich unwählbar, so, dann ist es vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar, warum man diese Debatten so bewirtschaftet, weil dann eigentlich irgendwann vielleicht der größte Unterschied ist, der liegt dann im Lebensentwurf, den man propagiert vielleicht. Also man muss dann vielleicht deswegen stärker betonen, wer man ist und nicht so sehr, was man tut, weil die Politik, die man am Ende durchsetzt, ähnlich ist. Also es ist so eine Art
politische Survival-Strategie vielleicht, wenn es irgendwie darum geht, sich in so einen politischen Machtkampf zu begeben? Oder was würdet ihr sagen, was ist die Funktion? Oder können wir diese Debatten einfach ignorieren? Was denkt ihr? Dankeschön. Nee, auf keinen Fall ignorieren. Ich glaube, das ist hervorragendes Futter für Analysen, vor allem ideologiekritische Analysen. Ich glaube, das also lohnt sich, also eine tolle Zeit, good time to be alive als Ideologiekritiker. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist sofort, wer kann hier nicht zu Wort kommen in dieser Anordnung? Wessen Position wird reguliert? Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Begriff, dass Diskurse, insbesondere wie politische Deutungsangebote dafür, was gerade passiert, Regulationsinstrumente sind. Ob die Leute das jetzt wissen oder nicht, ob die intentional handeln oder nicht, ist nicht so erheblich dafür. Es funktioniert eh am besten, wenn die Leute glauben, was sie sagen. Aber das heißt nicht, dass es sozusagen nicht ideologisch wirksam wird dann, ja. Also wenn ich glaube, harte Arbeit muss sich lohnen, dann ist das ein Ideologem, selbst wenn ich das glaube. Gerade wenn ich es glaube. Und daraus mache ich dann Politik. Und die Frage ist schon, was passiert eigentlich in, ich würde schon sagen, westlichen Gesellschaften, insbesondere in den letzten Jahrzehnten? Und das ist ein wachsendes Bewusstsein für die vielfältigen Positionen, die ausgeschlossen gewesen sind bis zu diesem Zeitpunkt. Und das gilt auch, insbesondere auch, und das ist, glaube ich, insbesondere schmerzhaft für die, ich sag mal, for lack of a better word, dominanzdeutsche Seite, das sind auch jüdische Positionen zum Beispiel. Man hat sich in diesem Diskurstheater bestimmte andere erfunden und die wie zugeschnitten darauf, was man selber braucht. Das heißt, man hat die guten Juden erfunden, man hat die integrierten Migranten erfunden, man hat die erfolgreichen, weiß nicht, Homosexuellen erfunden. Also es gibt sozusagen diese Idee der Integrierbarkeit des anderen. Das ist der ökonomische Diversitätsbegriff, der sagt, guck mal, Diversität ist toll, weil es lohnt sich. Damit können wir mehr Leistung bringen, damit können wir vergangenheitspolitische Probleme bearbeiten, damit können wir Nationalismus neu denken und so weiter und so fort. Was, wenn jetzt Akteure auftreten, die diese Zuordnung, diese theatrale Anordnung, dieses Skript, sagen wir mal, ne, stören. Und ich glaube, darauf zielt die Regulierung. Die Regulierung zielt darauf, dass diese Art von realer Unterschiedlichkeit, die nicht mehr integrierbar, nicht mehr kompensierbar ist aus so einer liberalen, konservativen, ich würde sagen, vielleicht als Verbindung bürgerlichen Perspektive, die diese postnationalsozialistische deutsche Position nicht mehr ohne weiteres störungsfrei ermöglicht. Und das erlebt man als eine wirklich eine Bedrohung. Und diese Bedrohung, die bezeichnet man mit Spaltung der Gesellschaft. Aber was damit natürlich vor allem gesagt wird, ist, dass die Leute, die da reden, das Gefühl haben, es ist nicht mehr so gemütlich wie davor. Und ich glaube sozusagen das, dass man, also ne, auf der Bühne würde man sagen, das ist Figurensprecher, ja? Das ist eine Figur, die da redet und die was ganz Bestimmtes sagt. Und ich denke, interessant wird es sein, oder nochmal anders Anlauf genommen für den letzten Satz und den letzten Gedanken. Ich glaube, es ist bezeichnend, dass bis heute jede große deutsche Partei, auch insbesondere die Linus genannt hat, alle mit dem Integrationsbegriff operieren und eigentlich keine bis heute eine Politik macht für ein migrantisches Deutschland. Sondern wir erleben immer noch eine Ansprache von Menschen, die als Deutsch-Deutsche imaginiert werden, die über die Zuziehenden, über die anderen, wir müssen uns den Juden zuliebe erinnern, also eine nicht-jüdische Imagination der Wählerinnenschaft und so weiter. Und ich glaube, da tritt einfach gerade das, was wir zivilgesellschaftlich, insbesondere im künstlerischen Raum erleben und das, was auf politischer Ebene nach wie vor träge quasi vor sich hinschippert, auseinander. Und das erzeugt eine Spannung und die muss irgendwie bewältigt werden, auch ideologisch. Soll ich direkt anschließen? Ja, ich lasse dich erstmal reagieren darauf. Ja, ich meine, also ich finde, es ist natürlich alles richtig, was du sagst. Und auch zum Beispiel in diesen Fokusgruppen, die wir da gemacht haben, wenn über Migration diskutiert wurde, dann war die Dynamik oft genau die, dass sozusagen die eine Seite hervorgehoben hat, wie schlecht die Migranten sind. Also sie sind nicht integriert, sie laufen mit dem Messer durch die Innenstadt, liegen dem Sozialstaat auf der Tasche und so weiter. Die andere Seite hat betont, nein, mein syrischer Friseur ist total nett, der spricht super gut Deutsch und zahlt Steuern und fährt ein Auto. Und aber sozusagen
untergründig ist sozusagen eigentlich derselbe Konsens, was eigentlich gelungene Migration darstellt. Nämlich halt Integration in den Arbeitsmarkt, Integration in die Kultur über den Spracherwerb und letztlich sowas wie Nettheit oder so. Ne? Also irgendwie, das sollen nette Migranten sein. Und das würde ich sagen, ist wirklich so ein Ultra-Konsens. Also der ist wirklich sozusagen, das ist eigentlich so fast auf einer noch tieferen Ebene als die Meinung, so eine Art Grundvoraussetzung überhaupt zu sprechen in dieser Diskussion über Migration. Von daher stimme ich dir da absolut zu, dass sozusagen, wenn man ein bisschen tiefere politische Kritik machen will, dann muss man da auf jeden Fall ran. Ne? Andererseits, wenn man jetzt sozusagen auf der Ebene der Meinung bleibt erstmal, dann ist eigentlich genau der Bereich, den du jetzt danach oder auch davor genannt hattest, also mit der Diversifizierung der Gesellschaft und der Liberalisierung auch so dessen, wie man sein kann und wie man leben kann und so weiter, eigentlich der Bereich, wo man auch sagen muss, die Mehrheit der Leute sind auch da total an Bord. Ne? Also wir haben zum Beispiel in unserer Umfrage gefragt, Menschen, die ihr Geschlecht gewechselt haben, sollten als normal anerkannt werden. Da haben 85% der Leute zugestimmt. Und auch irgendwie, sagen wir, 75% der Leute mit Hauptschulabschluss oder so. Also es war jetzt nicht nur die woke Mittelklasse oder so, die da zustimmt, sondern es ist eigentlich zum Common Sense geworden, dass Diversität was an sich was Gutes ist. Ne? Und das vielleicht sozusagen jetzt auch als Schleife zurück zu der Frage, was die Funktion auch von diesem Polarisierungsnarrativ ist, ist vielleicht, teilweise es ist oft, glaube ich, auch strategisch. Also einerseits ist es für die politischen Akteure immer sinnvoll zu sagen, wenn ihr nicht bei uns seid, dann seid ihr quasi bei dem ultimativen Bösen. So, ne? Das sind dann die Nazis oder halt auf der anderen Seite, für die ist das ja genauso schlimm quasi, ne? Die Grünen oder so. Aber andererseits gibt es natürlich auch sowas wie halt der ganze Wagenknecht-Approach quasi, der ja auch genau diese Idee der Polarisierung auf der sozialstrukturellen Ebene ja auch instrumentalisiert, indem man halt sagt, entweder man ist progressiv, dann bleibt man nur unter sich in der Mittelklasse oder quasi man will die Arbeiter haben, dann muss man reaktionär sein. Und tatsächlich sind auch unsere Ergebnisse da auch ganz deutlich, dass das einfach nicht so ist. Also was nicht bedeutet, dass nicht die politischen Einstellungen extrem unterschiedlich sich formen, je nachdem in welcher Klassenposition man lebt und auch seine Gedanken formiert. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich das vielleicht sagen kann, ich will jetzt nicht so lange reden, sorry, aber ein riesiger Unterschied, der wirklich einen riesen Unterschied auch macht, ist, dass nur in der oberen Mittelschicht, kann man sagen, oder bei den akademisch Gebildeten, die verschiedenen Einstellungsbereiche, also Klima, Migration, Diversität und so weiter, einen Zusammenhang bilden. Also wenn ich klimamäßig progressiv bin, dann bin ich auch migrationsmäßig progressiv und so weiter und umgekehrt. Während das bei weniger Gebildeten und Arbeitern einfach nicht der Fall ist. Also da sind einfach die Einstellungen viel weniger ideologisch organisiert. Ne? Und das ist natürlich auch ein Symptom dieser Demobilisierung, dass man im Grunde eh nicht gefragt wird. Deshalb muss man sich auch kein systematisches ideologisches Gedankengebäude zusammenbauen. Ne? Aber sozusagen nur um zurückzukommen, sozusagen, ich glaube, sozusagen, es ist einfach für viele politische Akteure eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Erzählung, dass es diese Polarisierung gibt und deshalb wird da die ganze Zeit darüber geredet, obwohl es sie eigentlich nicht gibt und obwohl die Realität ganz anders aussieht und ganz anders auch die Leute über Politik sprechen. Ne? Das ist vielleicht auch ein Symptom, dass es sozusagen die Verbindung eigentlich nicht mehr gibt quasi dazu, wie in der Realität im Alltag gesprochen wird quasi. Ne? So. Vielleicht jetzt eine Anschlussfrage an das, was du gerade gesagt hast. Also was ich jetzt so raushöre, ist, dass es also einerseits eine gesellschaftliche Realität gibt, ne? Die ist viel diverser, die ist viel vielfältiger als das gängige Gesellschaftsbild eigentlich einem so nahe liegt. Und was wir gleichzeitig aber eben auch sehen, ist, dass es eigentlich in vielen Fragen, wenn wir jetzt über Migration, geschlechtliche Diversität, Klima etc. sprechen, es einen abstrakten Konsens gibt, der breiter ist, als man meinen würde. Aber was ist das dann genau, dass diese Fragen zu Triggerpunkten werden lässt? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären. Okay, also der Begriff Triggerpunkte kam bei uns jetzt in der Forschung so rein, dass wir eben einerseits die Erkenntnis hatten,
dass es diese Polarisierung nicht gibt und andererseits dann vor allem auch in den Fokusgruppen, aber natürlich auch irgendwie in unserem täglichen Medienkonsum und Twitter-Konsum und so weiter, sehen, dass es durchaus Punkte gibt, wo Leute auf einmal total an die Decke gehen und sich wahnsinnig aufregen über Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht total nebensächlich scheinen, wie zum Beispiel, wer in welche Umkleidekabine gehen darf oder sowas. Aber dass halt wirklich auf eine total systematische Weise, total berechenbar, die Leute richtig, richtig, richtig aufregt. Und was wir dann gemacht haben, ist aus den Fokusgruppen, also aus diesen Gruppendiskussionen, die moderiert waren, wo die Leute, die haben da so Zeitungsausschnitte bekommen, und also Zeitungsüberschriften, nur Schlagzeilen, und haben darüber dann diskutiert. Und dann haben wir einfach die Segmente rausgenommen, wo eben die Leute sich wahnsinnig aufgeregt haben. Also wo man einfach merkt, die Leute reden schneller, sie reden lauter, sie widersprechen sich, sie werden ganz unnachgiebig in ihren Positionen und so weiter. Und haben einfach geschaut, was haben die gemeinsam, also was passiert in diesen Momenten. Und dann sind wir auf 4 Punkte gekommen, die eigentlich so wie so eine Art Grundstruktur der Triggerpunkte sind. Also der Punkte, wo auf einmal die Leute an die Decke gehen. Warum ist das so? Und das ist einerseits, wenn so eine Ungleichbehandlung wahrgenommen wird. Also jemand wird bevorteilt, jemand kriegt mehr als ich, oder jemand wird auch schlechter behandelt, als er eigentlich sollte. Das ist das eine. Das andere, es wird sozusagen so massiv so eine Erwartung von Normalität gebrochen. Also dessen, was ich eigentlich denke, voraussetzen zu können, was wir alle teilen. So, der gemeinsame Rahmen wird auf einmal gebrochen, weil Leute was total Verrücktes irgendwie machen und daran nicht gehindert werden. Dann gibt es den Triggerpunkt der Entgrenzungsbefürchtung, also wo man das Gefühl hat, das, was da jetzt gerade passiert, öffnet Tür und Tor für eine völlig unkontrollierbare Reihe von quasi Anschlussproblemen. Also es fängt jetzt erstmal an, irgendwie das... die Nicht-EU-Ausländer das lokale Wahlrecht bekommen. Aber was kommt dann als nächstes? Als nächstes haben wir dann hier Scharia-Bezirke, wo die dann ihre eigenen Regeln, Gesetze einführen und so weiter. Wobei, eben, ich sage auch gleich, es ist nicht nur alles von rechts. So, ne, so. Und als viertes, das Gefühl, einem wird was zugemutet im eigenen alltäglichen Verhalten. Also wir nennen es Verhaltenszumutung. So. Es wird eingegriffen in meine eigene alltägliche Autonomie. Und diese Punkte sozusagen, das sind sozusagen so generische Formen, die immer wieder auftreten, wenn die Leute sich wahnsinnig aufregen. Und sozusagen, wie wir es jetzt verstehen würden, wäre, dahinter liegen so normative Grunderwartungen, eben von Egalität oder Fairness, von Normalität, von einer gewissen Kontrolle über die eigene Lebensbedingung und von Autonomie. Jetzt kann man sagen, in der Realität der meisten Leute sind die natürlich überhaupt nicht realisiert. Ne? Man ist nicht autonom, man hat nicht wirklich Kontrolle und so weiter, aber man glaubt trotzdem daran und man hält sich daran auch fest, das ist wichtig. So. Und deshalb sozusagen, wann immer diese Sachen übertreten werden, sind die Leute sehr, 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 sehr stark, also regen sich sehr stark auf. So, ne? Und nur um sozusagen klarzumachen, es geht jetzt nicht nur irgendwie um verrückte Rechte, die sich über irgendwas Komisches aufregen oder so, sondern das würde das in dieselbe Kategorie fallen, dass man sich über Diskriminierung aufregt. Das wäre Egalität, ne? Sozusagen entweder man regt sich über Diskriminierung auf oder die provoziert einen wahnsinnig, oder es regt einen auf, dass irgendwelche Gruppen jetzt Sonderrechte bekommen. Die dürfen, haben ihre eigene Schwimmzeit, die Transleute im Schwimmbad. So, warum darf ich das nicht? Oder so, ne? So. Und genauso kann man das bei den anderen Sachen eigentlich auch durchspielen. Also man könnte auch sagen, bei dem Kontrollverlust könnte man natürlich auch sagen, ne, dass sozusagen entweder es ist quasi sind die Migrationsströme, die außer Kontrolle geraten, oder quasi man hat keine Kontrolle mehr über die eigenen Arbeitsbedingungen oder so. Ne? Also man könnte es von links auch denken. So. Die Form ist trotzdem dieselbe. Jetzt vielleicht im Anschluss daran an dich, Max, die Frage, weil, also ich finde jetzt eigentlich beide Darstellungen von euch total nachvollziehbar, ne? Weil also die einen sagen, was wir einfordern, wenn wir über die Themen reden, die oft zu so Triggerpunkten werden, ist ja eigentlich nur, dass wir das Versprechen auf Universalisierbarkeit als nicht erfüllt wahrnehmen, ne? Also wir sagen, wir sind eigentlich gleichberechtigt in dieser Gesellschaft, aber unsere Lebensrealität spiegelt das überhaupt nicht wider. Und alles, was wir eigentlich nur machen wollen, ist, die realen Ausschlüsse zu benennen. Und die wollen wir überwinden und dadurch eigentlich tatsächliche Gleichberechtigung, Universalisierbarkeit erreichen. Und die anderen wiederum stehen auf der anderen Seite und sagen, nee, ich fühle mich aber gerade dadurch eben nicht inkludiert, eben nicht eingemeindet
in dieses gesellschaftliche Projekt, sondern ich fühle mich vielleicht belehrt und nicht befreit. Also wie kriegen wir das zusammen? Wie ergibt sich diese Dissonanz? Ich habe da auch gerade drüber nachgedacht, weil es natürlich zwei eigenständige Analysen sind, die das wiederum das Feld unterschiedlich ordnen. Ne? Mein Argument ist ja, wenn man es jetzt mal auf einer Ebene der sozusagen der vielleicht logischen oder der, sagen wir mal, traditionellen linken Analysefelder bezieht, ist es ein Basisüberbauargument. Die Gesellschaft ist eine andere geworden und die Ideologeme, mit denen sie analysiert wird und mit denen in Politik operiert wird, sind immer noch alte. Und das tritt auseinander und es erzeugt Gewalt. So, das sozusagen ist eine Situation, die, und das erzeugt vor allem Nicht-Repräsentiertheit. Und das sehen wir, was passiert, sehen wir an sowas wie die Grünen-Fraktion in Hamburg jetzt gerade, die diesen NSU-Untersuchungsausschuss nicht, also wegen Fraktionstreue, warum auch immer, nicht will. Und dann die einzige Person, die sich auch auf Gewissensfreiheit beruft, die dann sagt, ich wähle trotzdem dafür, obwohl die Linke das eingebracht hat, die wird dann ausgeschlossen und quasi degradiert. Und das ist ja irgendwie auch Ausdruck, vermute ich mal, davon, dass da keine Leute in dieser grünen Bürgerschaft sitzen, die sich davon bedroht fühlen. Für die ist der NSU als Aufarbeitung und die Komplizinnenschaft des Staates tatsächlich verhandelbar. Und allein dafür, dass einem das verhandelbar scheint, muss man ja schon ein Gefühl haben, dass einen das nicht wesentlich, nicht zentral, nicht existenziell bedroht. Würde man das Gefühl haben, würde man es nicht verhandeln. Das heißt, da sozusagen, da finden schon so ganz bestimmte Vorstellungen, Konstellationen statt. Und da würde ich vielleicht nur, um in ein Gespräch mit Linus Analyse zu kommen, sagen oder fragen, ist es nicht doch so, dass der Anspruch der einen darauf, weniger Gewalt und mehr Schutz zu erleben, irgendwie auch skaliert werden muss zu dem Anspruch der anderen, dem Heimatbegriff wieder zu benutzen? Also muss man nicht, muss man nicht skalieren, was da für Ansprüche formuliert werden? Und ist diese Aufregung über Klokabinen nicht tatsächlich irgendwie weniger relevant für die Frage, als wenn man das vergleicht mit dem Anspruch darauf, nicht umgebracht zu werden? Ja, und jetzt in den USA wäre es Polizeigewalt gegen Schwarze, hier in Deutschland ist es Polizeigewalt gegen Sinti und Roma, die in den letzten Wochen einfach so krass ist. Die hat mehrere Tote erzeugt und es gibt im Prinzip kaum eine Diskussion darüber, die diese Social Media, ich nenne das bewusst, Gegenöffentlichkeit verlässt. So. Und das finde ich schon auch, also ist doch auch erstaunlich, dass die Old Paper Medien sozusagen, dass die das gar nicht aufgreifen. Und auch da wieder, wer sitzt denn da in den Redaktionen, dass die das nicht aufgreifen, dass das für die nicht wichtig genug ist? Also sehen wir nicht da genau das gleiche Phänomen wie bei den Grünen, auch in diesen Redaktionen, wo man sagen muss, thanks God an Social Media, dass die diese Dinge überhaupt melden, weil die Medien offen, also die Old Paper Medien offensichtlich dafür keine besonders große Relevanzbewertung oder so haben. Kann ich direkt darauf antworten? Ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist sozusagen die Frage, legitimieren diese Beobachtung der Triggerpunkte irgendwie quasi, wie die Leute da reagieren? Also sozusagen sollte man da eher sozusagen Positionen zu beziehen quasi, dass man sagt, okay, die fühlen sich da vielleicht auf den Schlips getreten, aber sie haben eigentlich kein Recht dazu, oder verstehe ich das richtig? Also bezogen auf die Triggerpunkte würde ich sagen, ist nicht der Triggerpunkt selber bereits Ergebnis einer politischen Konstruktion, bei der die Bedrohung selber bereits, ich meine, die Leute reden doch in ideologischen Kategorien, dass ein Trans so aufregt, das wäre doch vor 20 Jahren völlig abwegig gewesen, weil es wäre überhaupt keine Kategorie gewesen, mit der man was anfangen kann. Ja, ja. Genau wie Juden einen vor 100 Jahren krass aufgeregt hätten, das war ein Identifikationsangebot, so sich über Juden aufzuregen, und heute ist halt anders. Ja, also sozusagen sind es nicht auch wirklich Prozesse der Konstruktion, die diese Triggerpunkte überhaupt erst erzeugen. Ja, absolut, ja, doch. Also da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, das ist sozusagen wie so ein bisschen so sedimentierte, vergangene Politik quasi, ne? Die, weil eben bestimmte Sachen regen ja jetzt gar nicht mehr auf. Also die hätten vor 20 Jahren aufgeregt, aber heutzutage regen sie gar nicht mehr auf. Und das wird natürlich auch so weitergehen, ne? Gleichzeitig ist, glaube ich, schon der wichtige Punkt, also, um es nochmal so zu sagen, wir sind ja
sozusagen, ich habe ja versucht, sozusagen jetzt zu den Trägerpunkten zu kommen, als Alternative quasi zu dieser Idee, dass es zwei gegnerische ideologische Lager quasi in der Gesellschaft gibt. Ne? So. Und deshalb ist sozusagen das alternative Projekt, was ich schon auch sozusagen sagen würde, ist eine politische Analyse, quasi zu verstehen, wie funktioniert das Alltagsbewusstsein von Leuten. Also wie ist so der Common Sense, der gesunde Menschenverstand quasi so strukturiert. Ne? Auf den berufen sich nämlich die allermeisten Leute. Die berufen sich gar nicht auf politische Positionen, sondern die sagen nur, das ist doch komisch oder das ist doch übertrieben. Ja, ne? Genau. Ist doch klar. Genau, ist doch klar, selbstverständlich und so weiter. Ne? Und das ist natürlich genau wie sozusagen, wie du ja auch meintest, in der klassischen Ideologiekritik wird, also ist das das sicherste Zeichen eigentlich der Ideologie, dass sie selbstverständlich ist quasi. Ne? So. Auf der anderen Seite ist das halt genau, wo man die Leute vorfindet. Ne? Das heißt, wenn man Politik machen will, dann muss man eigentlich darauf irgendwie zielen. Also man will natürlich verschieben quasi, was normal ist und was akzeptabel ist und was einen aufregt. Ne? Weil natürlich das meiste, was einen aufregen könnte, eigentlich die ganze Zeit unsichtbar bleibt. Ne? Und stattdessen man sich über irgendeinen Quatsch aufregt, der eigentlich vollkommen unproblematisch ist. So, ne? So, aber man muss es immer machen, indem man ansetzt eigentlich an dem Punkt, wo die Leute in ihrem Alltagsverstand sind. Ne? So, und ich glaube, da würde ich sozusagen sagen, dass da teilweise das Problem ist, wenn man zu stark mit so Kollektiv Kategorien operiert, wie jetzt zum Beispiel, bisschen wie du es vorhin so angedeutet hast, so das konservative Deutschland oder so, ne? Oder halt auch so die alten weißen Männer oder so. Ne? Da habe ich so das Gefühl, das ist so, wenn man irgendwie Unternehmen anschaut, und klar, die Führungsriege sind da alle alte weiße Männer, wie du es jetzt auch meintest, ne? Irgendwie in Medien oder bei den Grünen oder so, dann ist das irgendwie eine valide Kritik. Aber ein alter weißer Mann, der irgendwie in Sachsen-Anhalt in einem Logistikzentrum arbeitet, der fällt nicht in dieselbe Kategorie, nur weil er ein alter weißer Mann ist. So, ne? Aber indem man darüber redet, fühlen sich diese alten weißen Männer mitgemeint, ne? Und angegriffen. Und deshalb würde ich sagen, ist der Punkt überhaupt gar nicht, dass man, wie es ja dummerweise immer wieder gemacht wird, sozusagen jetzt sagt, irgendwie man muss jetzt weniger Identitätspolitik machen, sondern mehr Klassenpolitik oder sowas, ne? Aber man muss beides eben machen. Man muss über Diskriminierung reden, aber man muss auch über Ausbeutung reden. Weil ansonsten sagt man eigentlich die ganze Zeit den Leuten, wenn du Teil von der Minderheit wärst, dann würden wir uns um dich kümmern. Aber weil du es nicht bist, bist du uns egal, quasi. Ne? Oder beziehungsweise sogar, du musst noch dein Leben ändern, was natürlich die Leute noch mal mehr aufregt. Also und das tatsächlich taucht auch ständig auf in diesen Fokusgruppen, dass dann Leute sagen, naja, mir geht's auch nicht so gut. Ne? Also irgendwie um mich kümmert sich auch niemand. Aber wenn dann die Flüchtlinge kommen, dann kriegen die auf einmal alles und so weiter. Was natürlich auch Quatsch ist auf einer gewissen Ebene, aber auf der Ebene der politischen Kommunikation ja eigentlich tatsächlich eine richtige Wahrnehmung ist. Ne? Genau. Könnte man jetzt noch weiter ausführen, aber vielleicht reden wir jetzt mal weiter. Um vielleicht jetzt dabei mal zu bleiben, also die Stichworte Klassenpolitik und Identitätspolitik sind jetzt schon mal gefallen. Ich glaube, das sind vielleicht für uns drei alles Triggerpunkte, deswegen lasst uns das einmal kurz auseinanderdividieren, weil also wir haben jetzt vorher auch schon über den Begriff der Integration gesprochen, der ja auch irgendwie, das ist auch so ein Aufregerthema und ich habe mich da gefragt, könnte man nicht auch sagen, dass das Problem dabei auch ist, dass das eben so kulturell aufgezogen wird, ne? Also du hast ja auch irgendwie so beschrieben, was eigentlich gefordert wird, ist eine bestimmte kulturelle Angleichung, eigentlich eine Assimilierung, ne? Man soll irgendwie, man muss passend gemacht werden und wenn man sich aber nicht richtig gesellschaftlich beteiligen kann, nicht mitbestimmen kann, dann wird einfach gesagt, ja, das liegt einfach daran, dass du dich noch nicht genug angeglichen hast. Und würdet ihr sagen, gäbe es nicht eine Möglichkeit, um es jetzt zu verbinden, dass wir uns das quasi zurückholen als linkes Thema, wenn wir sagen, nee, also das Problem ist nicht so sehr auf der kulturellen Ebene zu verorten. Die Integrationsverweigerung passiert nicht auf der Seite derjenigen, die nach Deutschland migrieren, sondern der eigentliche Integrationsverweigerer ist vielleicht der deutsche Staat, weil wenn wir uns anschauen, wie ist der Arbeitsmarkt, der ist krass segregiert, wie schaut das eigentlich aus? Wenn man hier jahrelang gelebt hat, gearbeitet hat, Steuern gezahlt hat, aber dann vielleicht auch mal mitbestimmen will, wer im Parlament die Entscheidungen trifft, die über das eigene Leben entscheiden, da werden dann auf einmal massive Hürden hochgezogen. Und wäre das nicht eigentlich sozusagen genau der Punkt, an dem wir ansetzen könnten, dass wir sagen, wenn wir Integration meinen, dann wollen wir nicht über Kultur reden, wir wollen über Politik reden und wir wollen über die Wirtschaft reden. Ja,
Finde ich gut gesagt. Habe ich eigentlich dem habe ich nichts hinzuzufügen. So, ne? Ich meine, ich auch nicht. Ich glaube auch, also um das nur sozusagen weiterzuführen, und ich weiß von KollegInnen, die stärker aus so einer linken sozusagen Perspektive heraus sozialisiert bestimmte, also Gesellschaft ordnen, da komme ich ja schon auch aus einer, also nochmal aus so einer postnationalsozialistischen, jüdischen, wie DDR-jüdischen Perspektive, die nochmal anders auf Dinge guckt. Ich habe es nicht gesagt, aber ich würde es nicht nennen alt und weiße Männer. Ich habe extra nicht diese Benennung gemacht, ich habe es bürgerlich genannt, aber ich glaube, was dieses Feld ausmacht, von dem ich spreche, ist, dass es deutsch ist. Und ich weiß, das ist irgendwie, aber ich glaube, es ist wichtig, aus dem Blick, aus dem ich gucke, zu sagen, das, was hier stabilisiert wird, ist eine deutsche Erzählung. Und was hier nicht stattfindet, ist die Erschütterung dieser Erzählung der eigenen Wiedergutwerdung, die Erzählung, dass hier eigentlich alles in Ordnung ist und deswegen wollen alle herkommen und so weiter und so fort. Das sozusagen, daran hängt super viel der Zeitenwende, des Heimatministeriums, des Stadtschlosses. Das sind alles Dinge, die sich über diese Gutwerdung der deutschen Position erklären lassen. Und ich sage nicht, dass sich damit alles ordnen lässt, aber ich sage, dass man damit manche Dinge gut analysieren kann, glaube ich. Und das ist das, was mich wie analytisch interessiert, im Moment, oder die letzten Jahre zumindest. Und da fällt dann natürlich sowohl eine Linke als auch eine Rechte rein. Ne? Also ich glaube sozusagen, das Interessante ist doch, dass auch diese Sehnsucht einer linken Position, nicht Teil dieser Geschichte zu sein, nicht impliziert sein, die Guten zu sein, wenn man so will, dass die auch super deutsch ist auf eine Weise. Ne? Also jetzt, um diese Kategorie nochmal ein bisschen auszuwalzen, die natürlich eine konstruierte Kategorie ist, die ein Triggerpunkt ist, weil man da das auch tatsächlich nicht gerne hört. Und ich glaube, ein zweiter Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, der auch schwierig ist, aber ich vermute schon, dass man über sowas wie Ausbeutung durchaus im Rahmen von Positionalitätspolitiken nachdenken kann. Also, dass man sagen kann, es gibt hier mächtige Positionen und die sind, die werden über unterschiedliche Differenzen kodiert. Ne? Und das sind Differenzen, die haben diese Fantasie der Hautfarbe, die Fantasie von jüdisch, nicht jüdisch, die Fantasie eben auch von Leuten, die Geld haben, Leute, die kein Geld haben und damit auch Leute, die es wert sind, dass deren Kultur gespielt wird und Leute, deren Kultur nicht gehört wird oder die quasi irgendwie nicht wertvoll ist. Also ich glaube, dass es da durchaus Möglichkeiten gäbe, das zusammenzudenken. Ich weiß aber auch, dass es auf Seiten klassischer oder eher, was weiß ich, etablierter linker Denktraditionen, man sagt, aber Klassenpolitik, so wie ihr es jetzt auch gesagt habt, ist keine Identitätspolitik. Das ist etwas anderes. Ich würde jetzt mal euch bitten zu sagen, warum ist es denn was ganz anderes? Könnt ihr mir das nochmal erklären? Soll ich oder magst du? Also, ich glaube, ich würde sagen, der Unterschied ist vielleicht, also zum einen, natürlich prägt die eigene Lebenserfahrung den Blick auf die Welt und die Ausbeutung, der man sich unterordnen muss. Aber ich würde noch mal hinterfragen, ob es ein Irrweg ist, wenn wir glauben, es gibt so einen Automatismus zwischen dieser Erfahrung, die man macht, und der Politisierung, die daraus erfolgt. Ne? Weil wir auch, glaube ich, alle aus unserer eigenen Lebenserfahrung wissen, dass der Weg, der uns zu unserer politischen Überzeugung führt, nicht so geradlinig ist. Also ich kann aus derselben Diskriminierungserfahrung oder aus derselben Unterdrückungserfahrung, glaube ich, kann ich ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Ne? Also wenn man, keine Ahnung, um es jetzt mal konkret zu machen, ich kann zum Beispiel erlebt haben, dass Lohnkonkurrenz für mich ein mega Nachteil ist, mein Leben verschlechtert, und das kann mich zu einer Linken werden lassen, weil ich sage, ja, gleicher Lohn, gleiche Arbeit und alles andere ist eine Schweinerei. So, und ich kann aber auch sagen, nee, das bedeutet, wir müssen die Grenzen dicht machen, weil ansonsten wird meine ökonomische Sicherheit immer weiter entsichert. So. Und nochmal, um auf die Frage von Klasse und Identität vielleicht zurückzukommen, würde ich sagen, ich glaube, der Unterschied ist, dass wenn wir uns jetzt anschauen, warum haben bestimmte Identitäten eigentlich so eine gesellschaftliche Wirksamkeit, dann würde ich sagen, können wir das nicht verstehen, wenn wir nicht das Verhältnis von Kapital und Arbeit uns anschauen. Weil, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir erkennen an, es gibt verschiedene
Identitätskategorien und es gibt eine Vielfalt in diesen Kategorien. Wenn wir die anerkennen, dann verschwindet dadurch der Sexismus ja noch nicht. Und dann verschwindet ja auch der Rassismus noch nicht. Und wenn wir aber verstehen wollen, warum es den trotzdem gibt, warum diese Identität wirksam wird als Form der Unterdrückung, dann können wir es, glaube ich, nur verstehen, vielleicht über eine Klassenanalyse. Und deswegen würde ich sagen, da besteht nochmal so ein ganz kategorischer Unterschied. Und deswegen können wir das vielleicht auch nicht überwinden, wenn wir nicht handlungsfähig werden, quasi als Klasse. Das ist der einzige Weg, um darüber hinwegzukommen. Also ich würde gar nicht sagen, ja, das sind Rassismus, das Sexismus, das sind Lappalien, kümmern wir uns später drum, so, sondern das ist vielleicht der einzige Weg, um sich davon zu emanzipieren, wer jetzt. Der erste Impuls so. Ich weiß nicht, was denkst du? Ja, kann ich direkt dran anschließen. Vielleicht, also erstmal sozusagen, ich hatte es vorhin so gemeint, dass es eben genau nicht darum geht, das gegenüberzustellen. Ne? Das, so meinte ich eher sozusagen nicht jetzt dieses, wir machen jetzt weniger das und mehr das oder so. Ne? So. Sozusagen, das ist der erste Teil der Antwort. Da würde ich sagen, sozusagen, die Erfahrungen sind immer unterschiedlich der Leute. Ne? Und es war immer Teil jeglicher Klassenpolitik. Also wenn man denkt an die ganz, ganz, ganz klassische Arbeiterbewegung, da ging es erstmal darum, irgendwie, was haben die Schuster überhaupt mit den Minenarbeitern gemeinsam? Gar nichts. Aus deren Alltagsverständnis überhaupt nichts. Selbst die Minenarbeiter haben die Leute aus dem nächsten Minenarbeiterdorf am meisten gehasst. So, ne? So, und es war erstmal Aufgabe der Arbeiterbewegung, diese Differenzen, Identitätsdifferenzen, irgendwie zusammenzuführen und dahinter sozusagen, also sozusagen für ein gemeinsames Interesse zu mobilisieren. Gleichzeitig gab es ja aber auch immer ganz viel irgendwie auch Folklore oder irgendwie sektorspezifische Ausdrücke irgendwie der Arbeiterbewegung und so weiter, die darin enthalten geblieben sind. Ne? Also nur um zu sagen, auf der Ebene ist sozusagen Klassenpolitik, Identitätspolitik überhaupt kein Gegensatz. Dass es sozusagen, dass es migrantische Arbeiter gibt und nicht migrantische Arbeiter, ist genau auf derselben Ebene, wie halt, dass es Facharbeiter gibt und prekär Beschäftigte. Das ist im Alltag eine wahnsinnig große Hürde irgendwie für alle Leute, die da das versuchen zu organisieren. Das hat kulturelle Unterschiede. Leute reden teilweise anders irgendwie, ne, haben anderen Stolz und so weiter. Die einen sind unterdrückt, die anderen sind es nicht. Die einen werden immer für die Scheißarbeiten hingeschickt, die anderen dürfen ein bisschen länger Pause machen und so weiter. Das hat ganz ähnliche Formen wie ethnische Diskriminierung und so weiter. Ne? Deshalb würde ich auch immer sagen, sozusagen, es ist Quatsch, das gegeneinander auszuspielen. Es ist einfach nur eine andere Ebene derselben Herstellung von Solidarität, die Bestandteil jeglicher Klassenpolitik immer ist, dass du jetzt auch sowas wie trans oder cis, migrantisch oder nicht und so weiter mit einbeziehst in die politische Strategie der Klassenpolitik. Andererseits, zweiter Teil, würde ich schon sagen, dass es einen gewissen Unterschied macht, ob deine Analyse in erster Linie kulturell verfährt oder ob sie strukturell verfährt. Und das würde ich sagen, ist schon ein Gegensatz, weil zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, Deutsch, irgendwie wie du das gerade beschrieben hast, war ich so die ganze Zeit so zu 80% total d'accord und dann war so 20%, ich dachte, naja, aber nee, irgendwie auch nicht. Und zwar würde ich sagen, genau diese ganzen Formen der Entsolidarisierung, dass man sagt irgendwie, warum kriegen die jetzt das? Oder warum, wenn die jetzt kommen, dann kommen die in unsere Sozialsysteme und so weiter. Das basiert alles auf den Institutionen des Nationalstaats, ne? Und auf den Grenzziehungen, die diese Institutionen begründen und so weiter. Deshalb können deutsche Arbeiter den Sozialstaat als ihr Sozialeigentum betrachten, was sie verteidigen gegen Leute, die da reinkommen. So, ne? So. Das heißt, auf der Ebene sozusagen ist es tatsächlich, sozusagen ist die nationale Frage absolut eingeschrieben in alle diese Institutionen und ein riesiges spaltendes Element. Ne? Aber ich würde deshalb nicht unbedingt sagen, dass alle Leute, die jetzt deutsch sind, da irgendwie ihre deutsche Kultur irgendwie verteidigen oder dass es sozusagen eine Gemeinsamkeit sozusagen aller Deutscher gibt sozusagen, die sie daran hindert, solidarische Politik zu machen. Da würde ich sagen, das ist einfach extrem unterschiedlich und ist eine riesige Masse von Leuten, die vollkommen unterschiedlich ticken. Deshalb würde ich sozusagen auf der kulturellen Ebene sagen, dass diese, ne, sozusagen diese Analyse, das Problem ist das Deutsche quasi. Auf der kulturellen Ebene würde ich da irgendwie nicht so richtig mitgehen, vielleicht mit ein paar Ausnahmen. Wie jetzt zum Beispiel diese krasse Fixierung auf Arbeit, da habe ich das Gefühl, das ist wirklich sozusagen, das ist eine kulturelle Frage, ne? Und dass auch sozusagen man den eigenen Wert irgendwie dadurch beweist, dass man besonders hart arbeitet und ganz viele Kalorien umsetzt und so. Das ist wirklich in anderen Ländern nicht so, das ist ein kulturelles Erbe der deutschen Geschichte.
Aber ansonsten ist es eigentlich im Grunde dieselbe Story, die in Frankreich auch so läuft. Ne? So. Vielen Dank, ich will nur Fußnote dazu. Vielen Dank für die Erklärung, hilft mir total weiter, auch um das irgendwie so zu ordnen. Ich will nur sagen, mir geht es nicht um eine kulturelle Konstruktion. Also das ist nicht das, was ich meine, sondern mir geht es wirklich um eine kollektive Anstrengung, sowas wie eine deutsche Identität nach 45 überhaupt erst wieder zu denken. Und da haben ganz viele Bereiche mit dran gearbeitet. Da hat auch der kulturelle Bereich dran gearbeitet. Ich würde sagen, auch mit der Erfindung der Kultur, die nichts mit der Gesellschaft zu tun hat, also der Idee der politikfreien Kunst, die ja irgendwie auch damit zu tun hat, dass man sagt, böse Politik, gute Kultur. Und das hat was mit Leitkultur und das hat was mit dieser Fantasie, das Deutsche, das ruht in der guten Kultur. Und das hat was mit der Vehemenz zu tun, mit der jetzt gerade gegen woke Kultur vorgegangen wird, zu tun, dass man nämlich sagt, nicht nur mögen wir nicht die ästhetischen Praxen, die da mitgebracht werden, sie sind auch eine Gefahr für diese Idee, es gibt etwas in der deutschen Geschichte, was sich bewahren ließe in der Gegenwart, um wieder aufzubauen. Dass das, und ich glaube, es betrifft auch diese, sozusagen wie du es genannt hast, diese tiefen Gemeinsamkeit zwischen den Leuten, die sagen, entweder die Geflüchteten bringen Menschen um oder die Geflüchteten, die sind gut integriert und ich kenne XY und der macht es toll. Das, was da als Gemeinsamkeit entsteht, was vielleicht entsteht in diesen Debattenräumen, wo die AfD sagt, also Schuldkult, wir wollen nicht mehr erinnern, und die andere Seite sagt, also Erinnerung ist absolut zentral für unsere Identität, also Klammer auf, für unsere Selbstbild, Klammer zu. Da sozusagen, das ist eine innere Debatte, wo Außenpositionen, die sagen, die Art und Weise, wie er erinnert, ist aber trotzdem problematisch, gar nicht drin auftauchen, weil diese Debatte so laut und so dominant geführt wird. Und ich glaube, das ist sozusagen die Tatsache, dass, wenn man so will, eine Dominanzposition den Diskursraum verstopft mit ihren Anordnungen, mit ihren Zuschreibungen, was relevant ist und was nicht, worum es hier eigentlich geht. Das ist, glaube ich, das, wo dieses Theater, glaube ich, besonders greift, dass so eine Anordnung selbst in ihrer Polarisierung immer noch eine konkrete ist, die dann andere Anordnungen zum Beispiel unsichtbar macht. Also wenn jemand sagt Wokeness, dann ist doch der große Kunstgriff daran, dass eine ganze Reihe von super unterschiedlichen Praxen plötzlich als eine einzige Praxis markiert sind. Und wenn man sich darauf einlässt und jetzt also darüber diskutiert, ob woke Kunst gut oder schlecht ist, hat man eigentlich schon verloren, weil die Anordnung schon stattgefunden hat. So, jetzt, ich glaube, ich habe uns jetzt wieder weniger kompatibel gemacht, aber das war jetzt sozusagen mein Gedanke. Vielleicht eine Anschlussfrage an das, was du gerade beschrieben hast, Max, weil ich mich gefragt habe, weil das Problem ja auch so ein bisschen ist, dass wir regen uns total darüber auf, dass das passiert. Und Rechte wiederum, die machen damit eben erzeugen dieses Mordsdiskursrauschen und es funktioniert leider wahnsinnig gut. Und man fragt sich auch manchmal, warum klappt das so gut? Weil die sich als auch so eine Art anti-elitäre Kraft aufspielen, aber das ja oft im Prinzip total elitäre Akteure sind, die genau diese Diskurse befeuern. Und du hast ja beschrieben, dass da so Positionen miteinander vermengt werden, die oft eigentlich total unterschiedlich sind. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren eine gewisse so gesellschaftliche Liberalisierung, Modernisierung erfahren haben. Also ich glaube, niemand würde irgendwie jetzt anzweifeln, dass wir heute anders über Geschlecht, über Rassismus, also über körperliche Selbstbestimmung, all diese Themen. Wir sprechen heute anders darüber als noch vor 10 Jahren. Und das sind natürlich Schlagworte, die ursprünglich mal aus einem linken Dunstkreis wirklich gekommen sind. Ne? Das waren ja Szenepolitiken im Prinzip, könnte man schon sagen. Und die sind dann aber Teil geworden von so einem eher linksliberalen Establishment, das du vorhin auch als Teil dieses politischen Zentrums beschrieben hast. Also ist das vielleicht sozusagen das Problem, dass also die Position, die eigentlich viel weiter links stehen und die eine tatsächliche Opposition darstellen eigentlich zu dem politischen Status quo, die werden sozusagen mit einschubladisiert in die Position, die eigentlich repräsentativ ist für diejenigen, die gerade am Machthebel
sitzen und deswegen können sich Rechte viel leichter so inszenieren als, ja, wir sind aber die eigentliche Opposition. Wir stehen ja eigentlich ein für eure Interessen, wie auch immer da jetzt angesprochen wird, obwohl das eigentlich gar nicht so die politische Realität darstellt vielleicht. Also ich glaube, es hat viel mit Repräsentation zu tun. Ich folge dieser Analyselinie, die ich irgendwie so gerade da probiert habe darzustellen, nur um zu zeigen, was ich glaube, was ich damit sehen kann. Nicht, weil ich glaube, also ich bin mir sicher, Linus hat eine andere. Und das ist, dass ich beobachte, dass in den letzten Jahren sowas wie Wutdiskurse, sowas wie Rache, sowas wie Widerstand, se défendre von Elsa Dorlan, also ich rede jetzt von diskriminierungskritischen Räumen, also nicht rechten Räumen, in denen es natürlich auch eine Rolle spielt, zunehmen. Ja, also ich selber habe letztes Jahr eine Ausstellung gemacht zur Kulturgeschichte jüdischer Rache. Warum eigentlich? Warum mache ich das jetzt und warum hat es noch nie stattgefunden? Tatsächlich. Und ich glaube, die Frage, die hängt damit zusammen, was passiert gerade in den letzten Jahrzehnten von sogenannter Repräsentationspolitik oder Identitätspolitik, was ist da eigentlich passiert auf staatlicher Ebene? Und jetzt kann man sagen, es wird ja niemand bestreiten, dass wir weitergekommen sind. Ich würde nicht bestreiten, dass wir auf Ebene der Anerkennung weitergekommen sind. Und vielleicht haben wir aber auch einen Punkt erreicht, an dem diese Strategie selber leer läuft, in dem Moment, wo der Staat dich eben nicht mehr von der Straße knüppelt, wenn du Anerkennung forderst. Also sprich, ist der Staat nicht sehr gut darin geworden, alle möglichen Dinge anzuerkennen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. So, und jetzt mache ich euch den Bogen in meinen Analyseraum. Und ist das nicht genau, wie Erinnerungskultur funktioniert in Deutschland? Also das Hochfahren der symbolischen Ebene, ohne den Preis zu zahlen, den man zu zahlen hätte, wenn man es wirklich ernst meint. Und dafür habe ich ein ganzes Buch darüber jetzt geschrieben, was alles ausbleibt. Aber vielleicht nur eine Zahl, 99% der Prozesse gegen NazitäterInnen haben niemals stattgefunden. Niemals. Ja, das ist doch erstaunlich angesichts einer Erinnerungskultur, die es geschafft hat, sich selbst und die Welt davon zu überzeugen, dass es eine beispiellose Aufarbeitung gegeben hat. Brilliant, brilliant. Ja? Die schafft es sozusagen über symbolische Räume, über Denkmäler, über Gedenktage, über Reden und so weiter, einen Raum zu generieren, der sich normalisieren kann, sodass man das Stadtschloss wieder aufbaut. Und ein Raum, der sich selber so weit entkoppelt von der Analyse der Gegenwart, dass, wenn Gauland sagt, Vogelschiss, wir haben an 12 Jahre Nationalsozialismus erinnert und deswegen dürfen wir jetzt auch wieder den preußischen Kaiser in Palermo gedenken, dass das sozusagen völlig jenseits von dem ist, was Steinmeier meint, wenn er sagt, wir müssen an die positiven Orte der Demokratiegeschichte gehen, und Grütters sekundiert und sagt, also das stimmt, wir sind gut darin, an das Böse zu erinnern, aber wir müssen auch an das Gute in der deutschen Geschichte erinnern. Ist das nicht eigentlich das Gleiche und ist es nicht interessant, also oder auf dem gleichen Feld, und ist es nicht interessant, wie gut diese Öffentlichkeit darin geworden ist, sich selbst zu entkoppeln von diesen Kontinuitäten, um sich die Kontinuitäten wieder zu gönnen? Das ist die Absurdität daran, dass wir hier sozusagen eine symbolische Ebene haben, die permanent von etwas spricht, was sie nicht ist, und das dann aber doch tut. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Anerkennung von sowas wie Gendervielfalt, sowas wie you name it, ja, alles Mögliche. Das sind sozusagen Anerkennungsräume, die sind zwar, es ist ein Erfolg, dass die erreicht worden sind, aber gleichzeitig ist es stark domestiziert und zugeschnitten worden. Und damit ist natürlich ein gewisses transformatives Potenzial, wenn man, würde man vielleicht klassisch sagen, revolutionäres Potenzial, auch verloren gegangen über das Aufnehmen und sagen, hey, wir sind ein diverser Staat. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es interessant, wie so einen Schritt weiter zu gehen und wieder vielleicht auch zurückzukommen zu sowas wie einer materiellen Ebene, auf der man sagt, wir fordern etwas ganz Konkretes, nämlich eine Veränderung. Wir fordern NSU-Untersuchungsausschüsse, wir fordern Umverteilung von Geld und wir fordern, und da finde ich, ist die Klimabewegung hervorragend drin, weil der ist Symbolpolitik scheißegal. Ja, die will, dass die CO2-Ausstöße sinken, sonst haben wir nichts erreicht. Also das sozusagen, diese Art von materieller Ebene wieder zu denken gegen die Repräsentative. So. Um vielleicht jetzt bei dem Stichwort nochmal zu bleiben, ich hätte nämlich noch eine Frage an dich, Linus, weil was für mich jetzt auch, oder was noch, glaube ich, so ein bisschen unklar geblieben ist, ist, wer sind das denn eigentlich? Also wer sind diejenigen, die so getriggert werden und was haben die gemein? Weil, also
was jetzt schon öfter als Stichwort fiel, war der alte weiße Mann. Und offensichtlich ist der das ja aber nicht. Also das ist ja irgendwie oft, das ist so die Vorstellung, dass die fühlen sich vor allen Dingen bedroht von der gesellschaftlichen Transformation, die zum Beispiel dann in diesen Headlines heraufbeschworen wird. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass das eigentlich nicht die große Gemeinsamkeit ist der Getriggerten, sondern also wenn es nicht Geschlecht ist, wenn es nicht die Migrationsgeschichte ist, wenn es nicht, also was ist das? Was vereint die? Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil natürlich eben der Begriff ist so angelegt, dass er generisch ist. Also es können eigentlich alle getriggert werden, ne? So. Gleichzeitig tatsächlich auch bei ganz konkreten Fragen, wie jetzt zum Beispiel dem Gendern, also hatten wir auch dann eine Frage in der Umfrage, eine geschlechtergerechte Sprache, die alle Geschlechter einschließt, ist ein wichtiger Beitrag zur Gleichstellung oder irgendwie so. Und das zum Beispiel wird einfach von allen Bevölkerungsgruppen abgelehnt, also mehrheitlich. Also inklusive den Lehrern oder so, also so Gruppen, wo man erwarten würde oder auch weiblichen Angestellten im sozialen Bereich oder so. Also wirklich, wo man absolut erwarten würde, dass es da Mehrheiten für gibt, aber gibt es nicht. Also das zum Beispiel war so eine Riesenüberraschung in dieser Umfrage für uns. Und es gibt auch keine Altersunterschiede, die besonders groß sind. Also das nur zum alten weißen Mann, das tatsächlich muss man sich wahrscheinlich da einfach vorstellen, es gibt einfach alle möglichen alten weißen Männer. So, ne? Also genau, das ist vielleicht, glaube ich, damit kann man eigentlich diese Chiffre so ein bisschen begraben. Ne? Ich glaube, worauf du jetzt hinaus willst oder was ich dir auch schon mal erzählt hatte, so, ne, quasi, ist die Frage der Klasse. Und die ist zwar nicht ganz so einfach, also es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, Arbeiter werden so getriggert und ne, die Mittelklasse wird so getriggert oder sowas. Aber was schon auffällig ist, ist, dass halt viele der Punkte, wo Leute getriggert werden von eigentlich progressiven Politikvorstößen, also nämlich zum Beispiel eben einer Transformation des Normalitätsverständnisses, ne, Inklusionsforderungen, aber auch zum Beispiel Klimaschutzmaßnahmen und so weiter, dass das eigentlich aus so einer Haltung heraus abgelehnt wird, die einerseits Wohlstandsverluste befürchtet, andererseits auch so eine gewisse Müdigkeit hat, so eine Transformationserschöpfung, also so jetzt auch noch das, wir haben schon das und das, wir haben das alles schon gemacht und jetzt kommt dann auch noch so irgendwie, wir sagen schon nicht mehr N-Kuss oder so, aber jetzt dürfen wir auch noch Z-Schnitzel nicht mehr sagen und so weiter, ne? So, also ich zitiere jetzt aus den Fokusgruppen. Und das tatsächlich sind Sachen, die wir auch in den in unserer Umfrage wiederum abgefragt haben und wo wirklich sehr, 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 sehr deutlich das Ergebnis war, dass in der Arbeiterklasse diese Art von Veränderungsmüdigkeit wahnsinnig hoch ist und die Erschöpfung, also da war dann die Frage, die Dinge in der Gesellschaft ändern sich so schnell, da ist es schwer, den Anschluss zu behalten. Und unter den Dienstleistungsarbeiterinnen und Arbeitern haben da 77% zugestimmt. Also das ist wirklich wahnsinnig hoch, ne? Und das waren über 30% mehr als in der akademischen Mittelklasse. Sowas muss man im Kopf behalten. Genauso eine andere Frage, die wir auch gestellt haben, wenn ich die politischen Debatten verfolge, werde ich oft wütend. Auch das war was in der Arbeiterklasse wahnsinnig stark angeschlagen ist. Ne? Das heißt, man kann sozusagen sagen, je weiter nach unten man kommt eigentlich in der sozialen Hierarchie, desto wütender und desto erschöpfter sind die Leute. Ne? Und desto mehr sind sie natürlich auch mit Knappheitserfahrungen vertraut. Und alle diese Sachen sind natürlich sozusagen günstige Bedingungen für bestimmte Formen des Getriggertseins. Ne? So würde ich es jetzt sagen. Also es ist nicht so ganz irgendwie ne, so eine direkte Pipeline von der Klasse sozusagen zum Triggerpunkt. Aber unter anderem wegen solchen Sachen habe ich halt das Gefühl, ist es wichtig zu verstehen, auf was für Sachen die Leute anspringen. Auch wenn man die Meinung nicht teilt oder auch wenn es teilweise auf eine Weise ausgedrückt wird, die man irgendwie hässlich findet oder so, weil dahinter eigentlich oft genau so eine Klassenerfahrung eigentlich steht, ne? Die man auch irgendwie, die man irgendwie würdigen muss, also die man verstehen muss, so, ne? So, selbst wenn sie sich auf eine Weise äußert, die man politisch erstmal nicht, nicht mag. Und dafür ist es halt hilfreich, im Kopf zu behalten und auch im Diskurs auseinanderzuhalten,
was sind ideologische Rechte, die man bekämpft, die der Gegner sind, und was sind Leute, die nicht genau wissen, was man jetzt gerade politisch korrekt sagt und so weiter, oder die das auch albern finden, irgendwie zu gendern und so weiter. Das sind zwei unterschiedliche Gruppen, die man ganz, ganz unterschiedlich angehen muss. Also zum Beispiel in der Jacobin-Redaktion hing lange so ein Poster mit so einem Spruch von Mao, glaube ich. Weiß nicht, ob ich das jetzt hier revealen darf. Aber es ist auch ein Poster, was es auch im Shop gibt. Deshalb glaube ich, darf ich das jetzt sagen, ohne dass der Verfassungsschutz gleich kommt. Aber da ist das Motto drauf, unite the advanced, win over the intermediate, isolate the backward. Also, ne, die Fortgeschrittenen, und das ist eben eine kleine Gruppe der Leute, die wirklich links sind, die muss man zusammenführen, und da muss man auch über ganz viele irgendwie politische Differenzen hinwegkommen, indem man Gespräche führt, die auch verstehen, wo die anderen Leute herkommen, und nicht immer polemisieren, ah, das ist jetzt Identitätspolitik, das ist neoliberal oder whatever. Das ist vollkommener Quatsch und totale Zeitverschwendung. So, ne, so. Und dann gibt es die Gegner, das sind die Backwards, die muss man natürlich einfach mit allen Mitteln, die man hat, diskursiv und so weiter bekämpfen, aber das muss man sich auch vorstellen, sind irgendwie 20% oder so. Und das sind vor allem deren Sprecherinnen und Sprecher, die man da bekämpfen muss. Und dann gibt es die riesige Masse dazwischen, die eigentlich zu einer Gruppe gehören, die man ins eigene Lager ziehen muss, die man überzeugen muss und die man auch auf diese Art und Weise ansprechen muss und die man deshalb auch verstehen muss. So, und jetzt habe ich vergessen, was die Frage war, aber das ist auf jeden Fall. Beantwortet ihr ja. Auf jeden Fall ganz ruhig. Also ich will nur sagen, ich finde, das ist ein total, eigentlich ein sehr optimistischer Ansatz. Ne? Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich glaube, dass ich die Kapazität, also dass auch ich oder die Leute, mit denen ich irgendwie denke oder irgendwie so, ob ich glaube, dass das in Reichweite ist. Also es gibt ja auch einen Überleben, was nicht gewinnen ist, aber trotzdem ein Überleben ist. Und ich glaube, es gibt schon ganz lange Leute in dieser Gesellschaft, in verschiedenen Gesellschaften, die haben über Jahrhunderte überlebt, die haben nie gewonnen. Und ich finde sozusagen die Frage der Resilienz, der Widerständigkeit, den Faden habe ich eben noch nicht zu Ende gedacht, aber die der Wut, die gerade stärker im Zentrum steht, hat auch damit zu tun, dass der Staat diese Umarmungsgeste so hochfährt, als eine, die aber ohne Konsequenzen bleibt und die am Ende wie so eine Funktionalisierung eigentlich dieser anderen Position ist, in der man sagt, wir versprechen euch, dass wenn ihr nur, also eigentlich eine Ausdehnung dieser neoliberalen Idee, wir versprechen euch, wenn ihr euch gut benehmt, dann werdet ihr auch erfolgreich sein können, und wenn ihr nicht erfolgreich seid, ist euer Problem und so. Das sozusagen kannst du ja mit diesen Diversitätsdiskursen auch total gut machen und sagen, guck mal, es hat doch jemand geschafft. Schade für dich so. und das, glaube ich, ist da, also da finden wahnsinnige Vereinzelungen statt, da ist es super wichtig, das stimmt total, in ein Gespräch miteinander zu kommen. Ich glaube, dass ich habe irgendwann mal mit dem Begriff gespielt, des postmigrantischen Antifaschismus. Also ich glaube, es gibt eine unnötige und auch tragische Entkopplung von so Postmigrationsdiskursen und dem, was ein linker Denkraum ist. Und ich glaube, es ist tragisch, weil einerseits einfach Bewegung verloren geht, Dynamik, die im Moment in einem Antirassismus einfach sehr stark existiert, weil es international ist, weil es, guck mal, wer hier für Black Lives Matter auf der Straße war alles. Das ist ja in den USA erstmal passiert und plötzlich sind hier super viele Leute auf der Straße. Ich habe so ein bisschen geargwöhnt, ist sozusagen in Deutschland immer leichter, für Dinge auf die Straße zu gehen, die woanders passieren, aber es zeigt schon auch das Mobilisierungspotenzial, wenn man es positiv denkt. Und das sozusagen wieder zusammenzuführen mit den Kämpfen, den Strategien, den Analysepotenzialen, die so eine linke Tradition ja auch mir ja irgendwie mitgegeben hat, die ich auch im Otto-Suhr-Institut OSI ja auch von den Leuten vermittelt bekommen habe. Das waren ja Leute, die häufig in Westdeutschland in der 68er-Generation ja auch sozialisiert waren und da bestimmte Dinge gelernt haben. Also ich finde, sozusagen für mich ist die Frage der diese erste Frage, also wie kommen wir dahin, sowas wie einen gemeinsamen Raum zu denken, schon für die 20% der wie advanced, ich glaube schon das alleine scheint mir eine riesige Aufgabe zu sein, weil so viel kaputt gegangen ist dabei in den letzten Jahren. So. Das heißt, das ist für mich mein Auftrag. Mein Auftrag, diese 60% überfordern mich maßlos. Ich glaube, für mich ist das mental zu viel, aber da bin ja dann auch kein Politiker. Vielleicht ist das auch wirklich die Aufgabe von
von anderen Leuten so? Ja, mir fallen jetzt noch einige Anschlussfragen daran ein, aber wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich euch beide aber abschließend, danke, gerne nochmal fragen, was würdet ihr, also egal, ob wir jetzt über die 20% sprechen oder ob wir über die 60% sprechen, wenn wir, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, dann ist vielleicht die große Einsicht, dass das Problem eigentlich, warum diese Transformation, warum diese Intervention so schwer zu vermitteln sind, ist, dass sie von Leuten eben nicht als ein Gewinn, sondern als eine Zumutung teilweise wahrgenommen werden. Und wie, also was müssen wir tun, wie können wir das erreichen, damit das linke Projekt, für das wir streiten, eben nicht als eine politische Zumutung wahrgenommen wird, sondern als ein wünschenswerter Gesellschaftsentwurf und vor allen Dingen als ein Gewinn, als ein großer Gewinn an Autonomie und an Souveränität. Was würdet ihr sagen, was müssen wir da tun? Das ist eher eine Frage für mich jetzt, nach dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Also meine Antwort wäre eben die Handlungsfähigkeit, ne? Dass sozusagen diese Abwehr oder auch Reaktanz, also so irgendwie eher so impulsiv zu sagen, ah, geh weg, lass mich in Ruhe damit, so, ne? So. Das kommt daher, dass man sich selber nicht als Subjekt dieser gesellschaftlichen Veränderung empfindet, ne? Und genau in die Falle tappen alle Formen der Politik, die pädagogisch vorgehen. Also die versuchen, den Leuten irgendwas beizubringen, ne? Die Leute wollen nichts beigebracht bekommen, so. Und deshalb sozusagen, das hilft dabei irgendwie nicht, selbst wenn man versucht, ein netter Lehrer zu sein oder so. Das ist irgendwie, und ich habe natürlich überhaupt nichts gegen Pädagogik, ich arbeite ja selber in dem Bereich, ne, irgendwie. Aber politisch ist das einfach nicht der Ansatz. Und das wäre vielleicht dann doch, irgendwie nur als letzte Fußnote irgendwie sozusagen, es gibt Teile dessen, was als woke kritisiert wird, die wirklich es auch verdient haben, kritisiert zu werden. Das Problem ist nur, dass dieser Begriff alles Mögliche umfasst, vieles, was eigentlich verteidigenswert ist und anderes, was kritisierenswert ist. Ne? So. Jedenfalls sozusagen der Status quo ist eigentlich einer, in dem die Leute sich entmachtet fühlen und demobilisiert sind. Wenn jetzt Linke kommen und dann sozusagen da sozusagen pädagogisch rangehen und den Leuten entweder beibringen wollen, wie sie denken sollen, reden sollen, oder ihnen versuchen irgendwie vorzuführen, wie cool sie selber sind und wie avantgardistisch und irgendwie fortgeschritten quasi so ihre Lebensform ist, so, das ist sozusagen, das hilft alles nicht in der Situation, ne, wenn man sich entmachtet fühlt. Und deshalb, glaube ich, ist sozusagen da die politische Tradition des Sozialismus vielversprechend, weil sie immer genau darauf setzt, die Leute handlungsfähig zu machen, die Probleme anzugehen, die ihnen direkt in ihrem Alltag begegnen. Ne? So, und deshalb würde ich sagen, sozusagen, das ist sozusagen der Ansatzpunkt. Und da fängt man immer an bei einem Erlebnis von Unrecht. Es ist immer erstmal negativ. Ne? Irgendwie die Kinder gehen hungrig zur Schule, wie jetzt bei Andi Babler in Österreich. Ne? Das kann nicht sein. So. Und das ist, und dann im nächsten Zug sagt man sofort, das ist was, das ist nicht nur hier in Dreiskirchen so, sondern das ist in ganz Österreich oder ganz Deutschland und so weiter so. Und man generalisiert sozusagen diese Erfahrung so und man holt dadurch die Leute auch mit rein, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt viele solche Erfahrungen, ne? Ob die Leute ewig Nachtschichten machen müssen, ob sie das Gefühl haben, sie kommen nach Hause, mussten auf dem Job schon 100% geben und dann müssen sie in ihrer Familie auch noch 100% geben und so weiter. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Erlebnisse der Überforderung, des Unrechts und so weiter, die man erstmal sozusagen antritt. Dann sagt man, wir haben einen Plan für das ganze Land, der es anders machen würde. Wir haben die und die Lösung. Und dann benennt man gleichzeitig, was sind die Gegner? Wer verhindert, dass das so ist? Es wäre eigentlich so einfach, aber die Konzerne stehen dagegen, die Mächtigen, die Reichen und die Mächtigen stehen dagegen, ganz platt gesagt. Aber so funktioniert es letzten Endes, glaube ich. So. Und dann sagt man, um denen die Stirn bieten zu können, müssen wir alle zusammenhalten. Und dann ist es egal, ob man schwarz oder weiß ist, ob man schwul ist oder hetero und so weiter. Und alles, was versucht, das zu spalten, macht uns nur schwächer, eigentlich in dem entscheidenden Kampf, den wir führen müssen, gegen die da oben, um unser gutes Leben zu realisieren. So würde ich sagen, ist so ganz stereotyp, aber ich im Grunde glaube ich echt real, das Playbook, quasi wie man eine andere Form von Diskurs aufbaut. Ne? Ich
weiß nicht, ob Max, willst du darauf noch reagieren? Oder? Wir können jetzt wieder von vorne anfangen. Ich glaub, okay. Wir können genau an dem Punkt, wo man sagt, alles, was das spaltet, schwächt uns, sind wir doch bei einem Spaltung der Gesellschaft-Argument. Also ich meine sozusagen jetzt, also und das haben wir ja auch real in der linken Geschichte erlebt. Mhm. Aber ich will ja nicht demobilisieren. Das heißt, ich finde es super, super schön, super spannend. Ich hoffe wirklich, dass es, und da sind wir, glaube ich, uns auch einig, dass es eine, es braucht krass eine linke Politik im Moment. Und die ist im Moment einfach nicht sichtbar. Die Grünen benehmen sich wie Hund. Das wird immer schlimmer. Und ich finde sozusagen, man hat, ja, die Österreich ist irgendwie so ein, eigentlich fast schon komischer Lichtblick, dass da die Kommunisten an allen möglichen Orten gerade durchmarschieren. Das finde ich schon wieder sehr österreichisch irgendwie. Weißt du, so, du hast diese Ibiza-Nummer, wo dann die Wenger-Boys auftreten und Ibiza spielen, da hast du die Kommunisten und denkst mir, was ist? Ein Kumpel von mir wohnt in Österreich und hat sich in Deutschland, glaube ich, gar nicht so viel mit Politik beschäftigt. In Österreich ist der so im Thema, weil der sagt, das ist wie eine Soap. Also vielleicht ist das auch so. Entertainment in der Politik ist vielleicht auch nicht uninteressant dafür, dass Leute politisiert sind und das Gefühl haben, irgendwie es geht um was und das ist interessant. Oder das ist sozusagen, ne, eine spannende Sache. In diesem Sinne auch Diskurstheater als eine gute Sache vielleicht nochmal. Es klingt so negativ zu sagen, Theater ist auch was, das machen wir eh die ganze Zeit. Auch das hier ist ein theatraler Raum mit Rollen, mit Dramaturgien, mit und so weiter. Und vielleicht ist es auch interessant, diesen Entertainment-Faktor, den ja Demagogen sehr gut oder Populisten sehr gut verstanden haben, den auch nicht zu unterschätzen und zu sagen, die Leute sind nicht nur, die wollen nicht nur Dinge verstehen und die wollen auch nicht nur, es ist vielleicht, ich auch nicht, red von mir, ich will nicht nur Dinge verstehen und auf einer kognitiven Ebene angesprochen werden, es gibt auch affektive Ebenen, die mich interessieren und das ist nicht weniger wert, weil es mich emotional berührt sozusagen, so vielleicht. Ja, danke euch beiden für die sehr anregenden Schlussplädoyers, die, glaube ich, noch viel Gesprächsstoff liefern. Und wer jetzt Lust hat, noch weiter zu diskutieren, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Die Bar bleibt nämlich noch ein bisschen offen, also bleibt gerne noch da, trinkt ein Getränk und diskutiert weiter. Vielen Dank euch beiden nochmal, dass ihr heute Abend mitgemacht habt. Danke, dass ihr heute alle da wart und wer Lust hat, kommt, kann gerne in 2 Monaten hier wieder herkommen, wenn wir uns wieder zum Jakobiner Club sehen. Danke, schönen Abend noch.